Unbesiegbarer Scott. So, die letzten Buchstaben. Was ist die letzte? Die letzte perverse Sache, die er machen muss. Und was kommt jetzt? Ein roter Flur und ein weißer Raum am Ende. Von dem weißen Raum habe ich Bilder gesehen. Da gab's mal Screenshots auf Steam. Ich habe absolut keine Ahnung, was der zu bedeuten hat. Die letzte Prüfung. Dann schauen wir mal. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Dann wächst der Sohn, dann wächst er ohne Vater auf. Na, sehr gut. So fantastisch. Sich selbst töten, um den Fall zu lösen. Es ist ja nicht, es ist wahrscheinlich, es ist sowas von, spielt wahrscheinlich absolut keine Rolle. Sein Tod ist absolut unbedeutsam. Wird absolut unbedeutsam sein. Ich meine, dadurch werden wir den Mörder nicht finden. Aber da wird ja dadurch nichts. Ich meine, dann finden wir den Sohn, aber vielleicht weiß der Sohn, wer. Es ist nicht sicher. Der Sohn weiß dann vielleicht nicht unbedingt, wer der Täter ist. Vielleicht war der maskiert und. Und der weiß es nicht. Wenn wir jetzt gehen, müssen wir den Raum verlassen und gehen. Das wäre die Entscheidung, das Gift nicht zu trinken. Dann finden wir den nicht und dann haben wir vielleicht die Chance, dass der. Also er ist nicht der Täter, dass der. Steht spätestens der Ziel fest, weil warum sollte er sich selbst umbringen? Es besteht ja noch die Chance, dass die anderen, dass der Detective jetzt den bei der Frau vornehmen irgendwie einen Hinweis findet, dass da jetzt der Mörder enttarnt wird. Dann wird es aber zu spät, den Kleinen zu retten. Und wenn wir jetzt ihn töten, wenn wir Ethan töten, indem er das Gift trinkt, finden wir den Sohn. Der eventuell den Mörder gar nicht kennt, weil den was logisch wäre,
Obwohl er in diesem Spiel hat er sich verhört, kennt er so. Das ist. Wir dürfen nicht logisch denken. Das ist. Deswegen du darfst nicht logisch denken in diesem Spiel. Okay, logisch wäre, dass der Mörder, das Origami-Killer, den Sohn entführt hat, während er vermutet war, eine Maske auf hat. Dass der Sohn nicht weiß, wer der Mörder ist. Aber das Spiel ist durch und durch unlogisch, von Anfang bis zum Ende. Also, unlogisch sagt, also der Sohn, wir wissen ganz bestimmt, der Sohn weiß, wer der Origami-Killer ist. Der Sohn kennt den Origami-Killer. Weil der Origami-Killer blöd genug war, das sind die Charaktere alle, den Sohn zu entführen und ohne Maske. Weil er dachte, der findet den ja eh nicht. Stirbt eh der Junge. Und wenn wir uns umbringen, dann finden wir den Sohn. Haben wir ein Waisenkind gemacht. Dann darf der Be- Die Mutter ist auch tot. Die Mutter ist gerade im Wasser gestorben. Der Vater ist auch tot. Ist ein Vollweiser. Wird dann vom Detektiv aufgenommen oder vom. Sie ist ja auch schon tot. Also das kann nur noch der Detektiv ihn aufnehmen. Da wird der Polizei übergeben. Und wir haben den Täter, aber er weiß, wer der Täter ist. Die logischste Möglichkeit wäre zu gehen und den und zu hoffen, dass die Ermittler das hinkriegen, dass die Ermittler das unlogischste wäre, sich hier das Gift zu trinken und sich umzubringen. Also muss ich das Gift trinken. Es macht absolut keinen Sinn, das Gift jetzt hier zu trinken. Also muss das jetzt machen. Ist absolut dumm und unlogisch. Also in diesem Spiel genau die richtige Lösung. Ich habe hier einen W20 Würfel. Könnte ich mal würfeln, denn ich meine, du bist sowieso. Was sagt der Würfel? Okay, der Zucker der Würfel sagt, ich soll es trinken. Ist in diesem Spiel absolut die richtige Lösung, weil das Spiel ist absolut dumm und unlogisch. Wir werden das Ding. Die andere Lösung wäre, wir gehen raus und überlassen den Ermittlern, dass die den finden. Das wird aber hier im Spiel nicht passieren. So ein gutes Ende passiert hier nicht. Wir trinken jetzt das Gift und haben dann die Adresse für den Sohn. Der Sohn verrät den Mörder. Und dann ist Happy End. Müssen vollweise. Ich weiß es immer noch. Ich bin mir noch nicht unsicher. Ich bin mir noch sehr unsicher. Also meine Logik schreit für mich. Ich muss den Raum verlassen. Das umbringen ist da keine Lösung. Absolut Schwachsinn, sich jetzt hier umzubringen. Aber mit der Logik komme ich hier nicht weit. Das Unlogischste wäre, dass ihnen was bringt, das Gift zu trinken. Absolut unlogisch.
komplett hirnverbrannt. Also es ist genau die richtige Lösung. Er war eh verdammt. Bei der ersten Autofahrt sterben sollen. Aha, dann mal die Adresse. Uhr zeigt deine Lebenszeit an. Ich habe getan, was ich tun musste, Sean. Dein Dad kommt und holt dich. Absolut unlogisch und völlig bedeppert. Also wird sich klappen. Opfergang und Prüfungsmeister. Mannschaft erhalten. Und die andere Möglichkeit, es ist ja zu logisch, zu klug. Wir haben nur noch Stunden, um Sean Mars zu retten. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Genau hier vor meiner Nase. Das Kind wird sterben. Und ich drehe mich hier im Kreis. Na, haben Sie schon gepackt? Was reden Sie da? Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und ab nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Und wer war's denn? Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Mars ist schuldig. Doch nicht. Der Fall ist gelöst. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Packen Sie Ihren Kram und verpissen Sie sich. Blake! Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Ich sehe es als Kompliment. Aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Ich habe den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende du der Idiot. Geschichte. Gute Heimreise, Norman. Diese Mimik. Okay. Was zur Hölle? Der Name des Killers ist hier drin, in diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Als ob das schaffen. Da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von. Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Es bringt sie um, wenn sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Jetzt, ob wir hier noch was finden. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Der Killer ist weiß. Zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit.
die Opfer. Das hatten wir schon. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Ein Hinweis nochmal. AI war im Aufnahmemodus, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Vielleicht ist irgendetwas drauf? Das Schwert war schon in Pacos Büro. Hat nichts mit dem Killer zu tun. Tja. Und was? Das Schwert. Was, da war doch was. Es könnte auch um Grafik. Es könnte auch um Grafik was sein, aber. Nein. Ich sehe da ganz kurz, ich habe da was gesehen. Sah fast aus wie eine andere Person. Hier, ja, hier. Seht ihr das? Ihr kennt das im Video. So ein weißer Ärmel hinter dem. Nicht der Einzige, der das sieht. Da geht genau hinter ich. Ich kann es nicht anhalten, aber. Das ist wahrscheinlich nur ein dummer Grafikbug. Ich will das jetzt. Zwei Quittungen von derselben Tankstelle. Ich will das jetzt in sehen. In der Nähe der Wohnung des Killers sein. Sag mal. Wahrscheinlich wirklich nur ein dummer Grafikbug, weil wir sehen das auch nur durch einen. Wenn das Bild nicht nur Auflösung. Genau da. Ja. Eine goldene Uhr. Ich bin sicher, ich habe die schon irgendwo gesehen. Oha. Larry. Die Uhr, die bei der Beförderung zum Lieutenant verschenkt wird. Der Killer ist ein Kopf. Das ist was. Das ist nicht schlecht. Stopp. Das ist so schlecht hier. Du kannst das Video so schlecht sehen. Aber da ist was im Hintergrund.
ist wirklich der Einzige, der ist hier. Ganz so schnell, vielleicht sind es wohl nur seine Beine oder hat eine helle Hose angehabt. Sind das seine Beine? So ruhig dieses Video zu spielen. Ja, hier. Da, der lugt gerade hinter ihm hervor. Noch ein bisschen weiter und wir. Hier. Ganz klar und deutlich zu sehen. In einem Moment. Im anderen Moment nicht mehr. Versteife ich mich zu sehr auf unwichtige Details, aber ja, das sind seine Beine. Sorry. Noch irgendwas, was in der das Schwert. Und rückwärts. Mut ist nichts Besonderes. Gut, ich glaube, wir finden hier nichts mehr. Das bringt nichts. Alle Informationen sind in dem Video und wir können hier nichts. Damit nichts anfangen. Ich war ja schon mit Gold wert. Kein Rot wird's geplant. So aus, als wäre der Killer ein Cop. Carter Blake. Deswegen ist die Ermittlung in einer Sackgasse und Ethan Mars der Hauptverdächtige. Fortsetzen natürlich. Nicht den Falschen beschuldigen. Noch irgendwas in dem Video finden. Irgendwas sagt mir, dass das die falsche Spur ist. Nicht abbrechen. Das Bild im Hintergrund. Oh nein. Oh nein. Stirb nicht. Du hattest ihn schon. Wie blöd ist denn das jetzt? What the fuck? Ist tot? Und keiner weiß wo. What the fuck? Bitte was? Bitte was? Ich will Hilfe! Halt durch! Los, beeil dich! Dieses Spiel ist scheiße! Bin gleich wieder da!
dass es bald vorbei ist. Und warum genau spielen wir jetzt nochmal mit ihm? Wozu? Wir hätten Blake beschuldigen können und einfach, weil wir noch einen anderen Hinweis, das Spiel hat uns dafür bestraft, dass wir genauer untersucht haben und nicht direkt auf den ersten Hinweis losgefeuert haben. Spiel bestraft uns dafür, dass wir genauer nochmal nachsuchen, nochmal nach Beweisen suchen, die den Verdacht an. Die ganze Zeit wollten wir besser sein als Blake, der nur Ethan im Auge hat und nur ihn verdächtigt. Ich hab's versucht, wirklich. Er will nicht. Das Spiel bestraft Klugheit. Wer ist er jetzt? Der müsste jetzt schon erwachsen sein. Wieso hat ihn das zum Mörder gemacht? Es gibt gar keinen Sinn.